wollen wir uns heute mal dieser Aframengos freien Elektronenpumpe widmen, ne? Das hat er J. Naudin schon 1999 rausgebracht. Ja, also auf seinen Internetseiten, sind wirklich sehr interessant. Ich verlinke sie dann mal mit hier unten. Ja, das Teil wollte ich nachbasteln. Sieht auch wunderschön aus. Funktioniert bei mir aber überhaupt gar nicht. Wird schon wieder irgendwie seinen Sinn gehabt haben, habe ich mir dann gedacht. Ne? Ich meine, Sachen, die andere Leute schon mal rausgebracht haben, die nachzubasteln, ist ja keine große Kunst. Ne? Ja. Um was es hier eigentlich geht, ist dieser Abschnitt hier. Ne? Wir steuern hier unsere Zündspule an. Und die hat ja einen gemeinsamen Minus, die Zündspule. Ne? Und dann haben wir hier einen Hochvoltausgang, da hier oben raus, und dieses Teil hier. Ne? Da kommt dann Hochspannung raus. Ja, und jetzt braucht man ja normalerweise immer dann noch eine Erde als Gegenseite dazu. Ne? Oder irgendeine andere Minus. Vielleicht dann auch der hier von der Seite. Um das dann ordentlich zu benutzen, so ist unsere alte normale Physik. Ja, jetzt hat aber dann irgendjemand, ich weiß nicht genau, wer es gewesen ist. Ich gucke da nochmal nach, ich verlinke es dann auch mit hier unten. Dieses Teil hier rausgefunden. Ne? Also zwei Hochspannungsdioden. Also mehr als 500 Volt sollten sie auf alle Fälle haben. Meine haben jetzt gerade mal nur, sind für 600 Volt ausgelegt. Geht aber auch gerade so. Die hier, die dürften noch ein bisschen besser sein für mehr Volt. Ordentlicher Kondensator. Ne? 22 μ, 1000 Volt. So schauen die Dinger dann aus. Ja, und dann kann man damit und einer Antenne für freie Elektronen, ne, so eine Xenonröhre betreiben, die in solchen ganz normalen Blitzlichtern drin ist. Naja, funktioniert's? Wie gesagt, mit dieser ersten Schaltung da hat es nicht funktioniert. Und dann bin ich wieder auf Bedini zurückgekommen. Ja, im Grunde haben die ja auch nur einen 3055 Transistor drin, der eigentlich genauso verschalten ist wie hier. Die Ansteuerung dazu mache ich halt nicht mit einem Timer, mit einem 5 und 5er, sondern hier über das Potty, ne? Wisst ihr ja, wie das funktioniert. Ja, und dann geht es eigentlich genauso. Ich weiß jetzt nicht, ob das genauso stromsparend ist wie diese Ansteuerung hier, aber hier geht es ja ums Prinzip, um zu verdeutlichen, damit wir hier freie Elektronen zusätzlich mit einsammeln können. Ne? Ja, das ist mein freie Elektronen-Einsammelkugel. Ja, ihr kennt diese schönen, ich glaube, die werden als Vorgartenkugeln oder Rosenkugeln oder irgendwie so im Supermarkt angeboten. Kann man auch noch andere schöne Sachen mitmachen. Ja, einfach kleines Löchlein unten reingeschlagen. Mit Bohren sah es bei mir schlecht aus, weil es Edelstahl, aber mit reinklopfen hat es funktioniert. Ja, dann haben wir hier das Ende. Naja, und nach der Anleitung wurde eben gesagt, dass es nur mit so einem Ding hier funktioniert. Ne? Also nur mit, also was heißt so einem Ding? Ja, Hauptsache eine lange Antenne dran, was diese freien Elektronen einsammeln kann. Die Form der Antenne könnt ihr euch aber selber schöne Gedanken machen. Fraktal scheint ja am besten zu funktionieren. Naja, also ich probiere es jetzt erstmal ohne dieses Ding hier, ne? Und dann mal mit. Gucken wir mal. Ja, die Enden vom Bedini-Ausgang sind jetzt einfach frei. Ne? Also wo ihr mit eurer Zündspule rangeht, wisst ihr das eigentlich. Ne? In Minus holt ihr euch, also Minus von der Zündspule, holt ihr euch vom Gehäuse, vom Transistor, ne? Oder von der Mittelanzapfung, je nachdem welchen Transistor ihr dann habt. Und den Plus holt ihr euch einfach von der Batterie. Ne? Ja, das ist dann eigentlich schon alles. Ja, dieses Ding hier ist genauso aufgebaut wie das Teil hier. Ne? Ich kann es ja nochmal kurz zeigen. Ne? So, so. Ja, wer es ein bisschen aufgepasst hat, wird den kleinen Fehler hier schnell rausgefunden haben. Im Schaltplan wohlgemerkt. Kleines Suchspiel. Aber nicht sehr schwer. Ihr kriegt das auf alle Fälle raus, wenn ihr wisst, wie Dioden funktionieren. Okay.
Gehen wir hier mit dem Plus ran und schwingen ihn an. Er schwingt und hier tut sich noch überhaupt gar nichts. Okay, hier können wir wieder ausmachen. So. Und jetzt hängen wir mal unsere, was ist das, Prüfkabel weg. Ach, immer dann, wenn man es braucht. So, alles klar, habe es wieder gefunden. Jetzt haben wir unseren freien Elektronen-Einsammelball. Was geht mit dir? Hey, mal nicht das Zeugs fressen hier. Meine Abisolierschläuche, lass mal grad. Hey, lass mal, Eddie. Das sind Abisolierschläuche. Okay, ganz ruhig, ja? Okay, wo waren wir stehen geblieben? Hier beim Elektronen-Einsammelball, ne? Ja, der ist jetzt angeschlossen. Geht dann praktisch hier auf dieses weiße Kabel von der Xenonröhre, ne? Okay, mal gucken, ob es jetzt besser funktioniert als vorher. Anschwingen. Ui. Da schau her. Ganz gut. Kann man bitte regeln? Wie viel Spannungslampe bekommt, wird das hier schneller. Aber hier ziehen wir viel mehr. Gehen wir ein bisschen weniger. Jetzt blitzt es aber auch nochmal. Also gut. So um die 280 mA brauchen wir trotzdem. Bei 12 Volt. Naja, es ging ja hier um diesen Elektronen-Einsammelball. Kann man das noch irgendwie beschleunigen? Na gut. Irgendwas scheint es zu machen, aber so richtig beschleunigen will es nicht. Aber gut. Erstmal schön, dass wir so ein Dauerblitzlicht haben hier. So, nur zum Abschluss will ich euch mal noch ein kleines Schmankerl zeigen. Ich wollte ja auch mal überprüfen, wie viel Volt denn hier dann an dem Kondensator anliegt und habe mein Messgerät angehangen, habe es auf 1000 Volt Bereich Messbereich gestellt. Ja, bei mir sah es vorhin hier ziemlich wüst aus. Ich habe das jetzt extra für euch mal aufgeräumt, aber in diesem Durcheinander war ich dann ganz schön verblüfft, wieder mal, als ich hier eingeschalten habe. Moment. Wir können ja mal hier einschalten. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg, ne? Dann seht ihr das vielleicht, was ich meine. So. Ja, meine Blitzröhre, obwohl alles genauso angeschlossen ist wie vorhin mit dem Einsammler hier, blitzt nicht. Aber die Energiesparlampe geht auf einmal an. So, die Energiesparlampe, jetzt lacht nicht, ist hier einmal offen, ist einfach nur in diese Messkabel mit reingelegt, wo ich jetzt hier gerade meine Spannung messe. Ne? So, dann dieses rote Kabel ist meine Erde, geht an den Heizkörper und das grüne Kabel jetzt, verfolgen wir es mal. Grünes Kabel. Geht an die Kupferplatte, wo die Batterie draufsteht. Ja, wer jetzt irgendwie sagt, das hat nichts damit zu tun, ne? Ich kann es ja mal abmachen.
jetzt ist aus. Wenn ich es wieder anschließe, ist wieder an. Ja, ich weiß noch mal genau, wo ich das gesehen habe. Ich habe es bei irgendeinem Video schon mal richtig viel professioneller gesehen. Da hat der Typ, der das da gezeigt hat, noch schön mit Spulen und noch viel besser hingekriegt irgendwie. Aber ja, mir gefällt das so auch. Dann ist das hier auch schon mal so eine Art drahtlose Energieübertragung, ne? Na denn, bis später.